Hallöchen. Komm zurück zu Paper Mario Sticker Star mit Chibi. Mit Chirp Chirp. Chirp Chirp, ja. Chirp Chirps waren heute gar nicht mal so häufig unterwegs bei uns. Oh, heute hat es bei uns geregnet. Geregnet hat es Gott sei Dank nicht. Es gab ab und zu mal hat es gefisselt, aber es wird noch irgendwas aufkommen. Ich fand's toll. Ich merk's in meinem rechten Fußknöchel. Ach ja, Album ist ein bisschen leer. So ein bisschen, so ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen. Ach, Scheiße. Ja, gut. Du hast ein paar Seiten. Ja. Oh, ich bin wieder so. Oh, okay. Rand. Ah, bei Natsu ist der Regen gelandet, der heute eigentlich bei uns hätte fallen sollen. Natsu, gib den zurück. Ich bin nicht böse drum, da bin ich wenigstens trocken geblieben. Wo ist das Sniffet? Ach, wieder hier vorne. Wer hat die Musik ausgemacht? Ich wollte auch gerade sagen, liegt das an mir oder war das so, ist das so gewollt? Ich habe uns einfach irgendwelche Geräusche. Ich meine, schlag mal mit Mama. Ja, hört man noch. Ist nur die Musik weg. Ja. Ja. Ist vielleicht gewollt vom Spiel? Ja, mit Sicherheit. Ich weiß es nicht. Ich, ja. Musikwechsel. Aber irgendwas schläft hier. Ich kann mich nicht mehr an alles erinnern. Langt ja auch keiner. Ja. Und wie kommst du nur darauf, dass was schlafen könnte? Ach. Ansehen. Ha? Was ist denn mit dem hier los? Hier kommen wir nicht durch, solange der hier mitten im Weg liegt. Hey, du! Kannst du uns vielleicht ein wenig Platz machen? Ach, komm schon! Aufwachen! Der Kleine hat wirklich einen tiefen Schlaf. Ich glaube, meine Stimme ist zu schwach. Ja, das war's mit dem Spiel. Du hast was. Den Goomba hast du, okay. Er kommt nicht allein. Aha. Na? Hat irgendeiner von euch gestern die Olympia-Eröffnungsfeier gesehen? Sehe ich nicht. Oh, die war wirklich toll. Die haben da etwas gehabt, einen Läufer aller mit so Assassin's Creed inspiriert, der über die Dächer ging. So über verschiedene historische Dächer und da wurde auch immer was zu den historischen Gebäuden gesagt und gezeigt. Das klingt und cool. was ich sehr toll fand, ist, als es dunkel war und auch schon wirklich am Ende davon. Also jetzt wird die Olympia-Flagge wurde dann danach hochgezogen und eröffnet und alles. Hatten die einen... Ich sag mal Reiter, der hatte ein Cape auch mit den olympischen Ringen drauf gehabt am Rücken, auf einem mechanischen Pferd, der durch die Seine geritten ist. Also quasi so als Motorboot, das Pferd hat sich bewegt und das sah raus wirklich aus, als würde er auf dem Wasser reiten, die Seine entlang. Das sah stark aus. Das klingt auch stark. Das sah richtig stark aus. Also ich muss sagen, mir hat die wirklich verdammt gut gefallen. Also ich war's ausgedacht, ja. Ja, die haben ja auch wirklich gesagt, das sollte das erste, wird was spektakulärste sein, was es bisher noch nicht gab. Ja. Und die haben recht. Bisher waren die ja immer gewesen in den ganzen Stadien oder in einem der großen Stadien. Und die haben quasi an der Seine entlang sogar Notre Dame mit reingepackt und den Louvre haben die dort die ganze Show gemacht. Die hatten über die gesamte Stadt verteilt Kunsttänzer, die getanzt haben und alles Mögliche.
du hattest da sogar die so berühmten Stangentänze, also wo die auf diesen großen Stangen sind, die sich so hin und her bewegen, wo du obendrauf dann quasi stehen oder befestigt bist und dann so nach vorne, nach hinten und so darauf tanzen kannst und sowas hatten wir ja welche. Das Einzige, was halt schade war, war, dass wirklich es anfing zu regen und die Show im Regen stattfand. Aber das war trotzdem, das war wirklich toll. Also, ich kannte ja mal gucken, ob irgendeiner das mit dem Reiter, weil der Reiter, der ist echt toll. Das war's nicht wert. Der Reiter, der war echt genial. Oh. Hast du gefragt, ob das wie bei FF8 ist? Den Leuten, die durch die Stadt laufen. Der Tänzer, die durch die Stadt laufen. Ich habe da absolut kein Bezugsbild, von daher. Final Fantasy 8? Nicht so ganz. Nicht so eine Parade. Die ganzen Länder wurden vorgestellt, indem sie auf Booten waren, die durch die Seine durchgefahren ist. Also die ganze Seine entlang. Und die Tänzer waren überall verteilt. Also du hast welche gehabt, die ja standen am Rand der Seine. Da war wirklich sogar so ein großes Tanzkonzert von den Moulin Rouge, wo die den Cocon getanzt haben, den Cancan. Das ist den berühmten französischen Tanz da. Und dann hatten sie den besten Balletttänzer, den sie haben, der tanzte auf dem, ich glaube, was war das, glaube ich, das Rathaus, auf dem Rathausdach oder so, oder auf dem Museumsdach. Hat er da getrunken? Also, die waren da überall verteilt. Das war echt wow. Ich suche jetzt gerade Ulle. Ja, die ganze Eröffnungsfeier geht 4 Stunden. Nein, das suche ich jetzt gar nicht. Nicht? Ich meine, wenn du möchtest, kann ich dir gerne die 4 Stunden, das 4-Stunden-Video geben. Ich meine, nee. Also, ich habe es mir komplett angeguckt. Also, ich fand das wirklich genial. Ich meine, sogar die Feuerschale finde ich cool. Die Feuerschale ist ein Ring gewesen. Also ist immer noch ein Ring. An einem Heißluftballon, die haben den Ring entfacht und dann stieg der Ballon nach oben mit der Schale hoch. Das heißt, das Ding schwebt in der Luft. Alles klar. Das sieht echt hammer aus. Oder, was ich auch sehr schön fand, so die letzten Leute, die da waren und die zur Fackel, die Fackel zu tragen, haben die es so gemacht, sie nehmen einer trägt die Fackel, geht zu einem anderen und der kriegt die Fackel, aber beide laufen weiter. Quasi immer zu jeder Station kriegt ein neuer die Fackel, aber die ganze Gruppe läuft weiter. Da haben sie dann Paralympics, alte Olympioniten, so heißen die ja, mitgenommen und so weiter. Und am Ende, bevor die beiden, die auch die Schale gefackelt haben, derjenige, der war ein alter Olympiasieger, der war jetzt mittlerweile im Rollstuhl, der war ehemals Olympiasieger im Radrennsport. 100 Jahre der älteste noch lebende Olympiasieger. Scheiße. Das fand ich aber echt Hammer, dass die da sowas da gemacht haben. Oh. Nochmal so, die haben sich da echt was einfallen lassen. Ich habe da echt gesessen und gedacht, die gefällt mir, sieht echt cool aus. So, mit der Trompete soll das klappen. Wie kommst du nur darauf, dass die Trompete eventuell helfen könnte? Schwarze Magie. Ah. Ich meine, ich habe ja schon überlegt, du bist rausgegangen. Soll ich ihn jetzt nochmal anhauen, dass da noch irgendein Feld ist, das er sehen kann? Ach, warten wir erstmal ab, was er da tut. Ich dachte mir schon, dass es da ist, aber ich habe ja irgendwo mal kein Item gehabt, deshalb. Guten Morgen. Was für ein wunderbarer Tag. Morgen. Wickler hat fantastisch geschlafen und deshalb fühlt Wickler sich auch fantastisch. Heute wird etwas Tolles geschehen. Wickler spürt es. Na du? Du bist Wickler? Wieso schläfst du denn nicht bei dir zu Hause wie jedes andere riesengroße gelbe Viech? Stimmt eigentlich. Wieso hat Wickler ausgerechnet hier geschlafen? Ach ja, Wickler hat ziemlich viele Blätter gegessen und war auf einmal total müde. So viel hatte Wickler wirklich lange nicht gegessen.
In letzter Zeit ist der ganze Wirt voll ekligen, fiesem Gift. Wiglers Lieblingsblätter sind auch voller Gift und deshalb völlig ungenießbar. Wigler konnte sie einfach nicht mehr fressen. Also ist Wigler bis hierher gekommen, um nach sauberen Blättern zu suchen, die er naschen könnte. Moment, das klingt... Der ganze Wald ist voller Gift? Das klingt, als hätte Bowser da seine Finger im Spiel. Los, Mario, da müssen wir doch etwas tun. Wirklich? Du willst etwas unternehmen? Wigler ist so hungrig wie ein Wigler im Wachstum. Wigler wäre ganz froh, wenn du helfen könntest. Wigler bringt dich jetzt erstmal zu einem Wohnbaum. Da können wir in Ruhe über alles reden. Wigler, los! Wenn Bowsers Gesindel sich hier herumtreibt, dann finden wir in diesem Wald bestimmt auch einen Royal Sticker. Ich glaube, Wigler kennt den Wald ziemlich gut. Das heißt, er hat sicher ein paar interessante Infos für uns. Okay. Und normale Hammer nur. Besser als ein kaputter. Oh, lustige Geräusche. Album öffnen, sortieren. Ja, die gute Sortierfunktion. Ach, wieder schön voll. Mal sehen, wie lange. Bis zum Bosskampf halt eben. Hier ist Wigler. Wigler ist immer allein. Deshalb freut sich Wigler, wenn liebe Freunde ihn besuchen kommen. Aber tiefer im Wald ist es immer dunkel. Sogar am helllichten Tag. Schuld daran ist das Gift. Passt also auf, wo ihr hintretet. Sobald wir bei Wigler zu Hause sind, würde ich... Joink. Wigler? Mama, Mario, hast du das gesehen? Wigler ist gerade verschwunden. Nanu, sieht aus, als wärst du gar nicht überrascht. Was passiert heute? Vielleicht hat es ihm einfach nicht so viel Spaß gemacht und er ist wieder nach Hause gelaufen. Ja, so muss es gewesen sein, oder? Gelaufen. Ja. Leider weiß ich nicht genau, wo Wigler wohnt, aber es muss hier irgendwo im Wald sein. Wir sollten einfach weitersuchen. Viel Spaß. Danke. Mit Sicherheit hier hinter. Oh, natürlich. Hinter. Wir haben Wigler in eine Schrottpresse gesteckt und ihn dann klein gedrückt. Also. Natürlich. Yay, Ninjis. Noch mehr Ninjis. Ein plattes Ninji. Ein Shui Ninji. Ich wollte Ninji sagen, aber dachte ich mir so, ja, die Dinge heißen nicht Ninjis. Oder ein Nin... Turi Ninji. Turinji. Ninrika. Ja, okay. Shuriken. Ninriken. Schuhlöffel. Ich weiß nicht, warum mein Kopf da auf diese Idee kam. Passt. Einfach von der Wortsilbenzahl her. Warum sind Wälder immer mit Gift werden immer damit verbunden? Weil auch in der Natur auf natürliche Art und Weise, was natürlich das Wort Natur impliziert, Gift vorhanden ist. Und es oft schon natürlich Abwehrmechanismen von Pflanzen, sowohl Pflanzen als auch Tieren ist. Ja, warum ausgerechnet ein Wald, die in so einem Video spielen? Warum nicht einfach, keine Ahnung, eine offene Fläche, die giftig ist? Die abgestorben ist. Naja. Du kannst somit eine Notsituation in einem Wald erzeugen. Oh. Und Wald hat dann noch die schöne Fähigkeit, dass du so wie hier so schöne Hüpfpassagen reinbauen kannst, anstatt auf einer offenen Fläche. Nee. Geh weg. Au. Also irgendwann wird man das reinigen und dann... Kann ich auch ganz normal nochmal durchlaufen. Warum ich das machen sollte, ich habe keine Ahnung. Planschen, es ist warm draußen. Geht gerade. Ist angenehm.
Oh, ein Boomerang-Bruder. Du meinst, gerade ist es ein Schattenbruder. Schattenboomerang-Bruder. Hier sind die Dinger richtig rum. Erst Heilung, dann speichern. Nicht andersherum. Ach. Es haut ab. Eine Laufkiste. Tschüss. Was wird gelaufen, hat funktioniert. Ich bin... Auch nur ein Gegner, glücklicherweise. Die wussten schon, warum sie die Heilung da hinsetzen. Ja. Au. Bumerang. Brüder. Hat irgendwie auch der Rechte gesagt, deswegen hat mich das so jetzt. Okay, wir wechseln uns immer mit der Hälfte ab. Mhm. Hier kriegst du eine Abreibung. Von zwei echten Boomerang-Experten. Die Boomerang-Brüder herrschen im Wald und verwischen ihre Fährten. Du sagst, zwei gegen einen sei nicht fair? Dafür ist es dann für unseren Gegner extra schwer. Wir sind ja theoretisch auch zu zweit, also von der ist es schon fair. Nett. Das wird einfach mal das ein und dann. Bum bum. Das war zu spät. Na, dazu möchte er dazukommen, dann sind wir zu dritt. Nee, ja, so das verschieden. Aha. Au. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und noch einmal. Tja. Wir bleiben wir. Die Boomerang-Brüder. Selbst wenn wir wissen... Mario kämpft Rüder. Oh. Zwei. Ja, eins zum Abgeben. Nee. Mein Geld. Ich würde mich gerne heilen. Dankeschön. Jetzt geht das Speichern so schön schnell. Okay, was ich jetzt gerade nur finde, ist gerade ein kurzes Video für die, wo die den, wie die Schale anzünden und wie das aussieht. Oh. Wenn Interesse besteht. Boah, kannst du einfach, einfach schicken. Ich kann es ja dann angucken. Ja, ich meine, frag jetzt Natsu, dann würde ich es nämlich im Chat posten, ansonsten schicke ich es nur dir. Eine Büroklammer. Ein Klammergei. Alter. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass ich das. Achso, man kriegt das Item da gar sieht nicht. Man. Ja, da sieht man dann auch den ehemaligen Olympia-Gewinner mit dem Rennen, wie der da in seinem Rollstuhl sitzt davor. Es sieht halt Hammer aus. Ich glaube, die ersten
3 Minuten sind das, 3,5 Minuten. Das sieht einfach richtig klasse aus. Also ich saß davor und habe mir gedacht, das ist die Idee. Warum kann man hier was aufkleben? Au! So unfair. Das. Gut abgewehrt. Ich habe einfach nur angespammt. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Okay. Ah. Das war zu spät. Das mit den Hammern irgendwie hinkriegen. Ich darf nicht drücken, sobald es leuchtet, sondern noch, keine Ahnung, eine Sekunde warten oder so. Echt nicht so leicht. Bin ich wieder am Anfang? Hier einmal rechts ist richtig. Stimmt, das haben die auch gemacht. Die haben Heavy Metal verbunden mit Opern. Oh, okay, what the fuck? Ja, die haben Gojira, das ist eine französische Metalband, was ich gestern erfahren gelernt habe, gehabt. Die haben performt. Die standen, ich weiß es nicht, das ist ein Museum, wo die standen. Bei den Fenstern, da waren so Vorsprünge, die waren da festgebunden, haben darauf performt. Und in den Fenstern waren teilweise, waren da Sängerinnen und Schauspielerinnen so als geköpfte Marie Antoinette gesinnt drinne und haben dazu gesungen als Chorus. Und dann fuhr auch auf einem Schiff dran vorbei so eine der berühmten Opernsängerinnen aus Frankreich und hat dann da eine Arie geschmettert. Danach. Also die haben sich da wirklich einfallen lassen, Sachen, das war echt Hammer. So klingt's auch. Also wenn du Langeweile hast, bitte. Oh Gott, jetzt wird's... Okay. Ich suche immer noch, wo ich irgendwo was finde, nur mit dem verdammten Pferd. Ohne dass ich das 4-Stunden-Video hier reinposten muss. Dann mach doch einfach. Kann man selber durchskippen. Oder du skippst durch und dann kannst du ja den Zeitstempel mitmachen. Stimmt. Weil, ich bekomme immer die Öffnungsfeier, das volle Video. Ja, das ist schön, das war auch toll, aber ich würde so unheimlich gerne diese verdammten Pferde nur haben. Als ob ich mir hier irgendwelche Sticker aufkleben würde. Naja, wenn du dir irgendwas merken möchtest oder sowas. Ja, mache ich's anders. Ja, aber für Leute, die das nicht können, die merken sich das dann mit den Stickern, ne? Ja. Ja. Warte mal, wo hab ich das denn? Da hab ich das. Ups. Ups. Ja, ich hab doch immer hier so eine kleine, ja? Immer so eine kleine Komplettlösung parat, wenn mal irgendwas komplett schief geht, dass ich dann dich ein bisschen lotsen kann. Und die habe ich jetzt vergessen aufzumachen, dass im Zweifelsfalle, wenn irgendwas zu lange dauert, dann einfach mal so eine Hilfshand
gereicht werden kann. Okay. Dann ist es ganz links. Rechts, links, rechts, Mitte, links. Bisher. Kriegt man noch irgendwie einen Hinweis, wie man laufen muss, oder muss es einfach nur ausprobieren? Mist, also wenn du ein paar gleiche Sticker hast, die du auf den Tafeln kannst, nämlich welche aufkleben, so markieren, welchen Weg du schon gewählt hast, welcher Weg der richtige ist. Ja, okay, steht jetzt auch nicht da. Nein. Gut gemacht, das Management jetzt Wirrwalds hofft, dich bald wieder begrüßen zu dürfen. Glückwunsch. Danke. War auch nicht sehr schwer. Okay. So geht's hier entlang. Okay. Interessant, aber auch irgendwie so, ich habe irgendwie noch mehr erwartet. Okay. Erwähnst keinen geheimen Ausgang. Nee, so fies waren sie dann doch. Ja, wenn es ist bei Super Mario World. Da war der Wirrwalter, der musst halt dem die geheimen Ausgänge finden, damit du überhaupt weiterkommst. Ja. War sehr schön. Ich glaube. Nee, Wigler hat so einen Schuh nicht. Sorry, ich habe den Feuer ausgemacht. Umgepustet. So. Stöckelschuh. So. So. Eigentlich müsst ihr zu Zeit. Warte. Du kannst es auch teilen mit Zeit. Ich weiß. Okay. Aber ich komme da nicht genau hin, weil das Video mit seinen 4 Stunden und ein bisschen sehr gequetscht ist. Pfeiltaste links oder rechts kannst du jeweils 5 Sekunden vor oder zurückspulen. Mit Komma und Minus kannst du sogar Frame vor und zurückspulen. Ich komme da trotzdem nicht genau auf diese Zeit da. Ich habe schon so nahe wie möglich rangemacht, da muss man vielleicht ein bisschen zurück. Und dann sieht man halt wirklich, wie der Reiter da ist, der sich dann noch in seiner Montur schmeißt. Und danach, wie das mit dem auf dem Pferd ist. Ich finde das so genial. Das ist ein komischer Anzug. Ja, und dann kommt der Reiter mit dem Pferd und das sieht so toll aus. Das muss ich mir jetzt angucken. Es tut mir gerade sehr doll leid. Alles gut. Ich fand den so geil. Ja, das sieht wirklich cool aus. Auch wenn das Pferd irgendwie ein bisschen zu langsam ist. Ja, aber ich finde allein die Idee, dass du da überhaupt das hinkriegst und da dir die Mühe machst und ja, alles. Ja. Und vor allem, das muss, es gibt eine Stelle, da ist er ja noch ziemlich hell am Anfang. Da gibt es eine Stelle später, wo kaum Licht ist von den anderen Seiten, sondern wirklich nur die Scheinwerfer rechts und links, dass der Reiter erhellt ist und dann über das schwarze Wasser. Das sieht so cool aus. Und vor allem, das Pferd geht die ganze Zeit nicht kaputt, das Pferd läuft die ganze Zeit durch. Ist in Anführungszeichen eine einfache Mechanik. Anführungszeichen. Ja. Aber das sieht so. Das ist wirklich cool, ja. Also, ich bin da so begeistert gewesen davon, als ich das Pferd gesehen habe. Ich nur gedacht, Alter, wie seid ihr auf die Idee gekommen? Ah. Geht halt ein paar Minuten. Und da haben die dann auch teilweise in der Fernsehübertragung dann auch Bilder gezeigt von
vergangenen Sportlern verschiedene Bilder, immer verschiedene, nicht immer nur Sieger, sondern auch während den Turnieren, während den Kämpfen und sowas. Das war cool. Soll ich jemanden machen? Ich erschaue später noch vom Wigler dann irgendwas drin. Wenn Wigler wieder zu Hause ist. Wigler hat ein Gras aufs Bett, genau. Dachstuhl? Ja. Okay. Der Abwärtsvariante. Ist zumindest eine Abkürzung. Ja, ja. Ich wusste nicht mehr, wo ich herkam. Ist doch in Ordnung. Das Video hat mich abgelenkt. Spricht doch für die Performance, die sie da hatten. Mario, hier. Die fehlt aber etwas. Meinst du? Ach, nur ein bisschen. Was um alles in der Wegler geht? Du hast ziemlich an Gewicht verloren, kann das sein? Ach, dankeschön. Neue Diät. Ja, genau. Am Eingang zum Wald, da haben diese langen, schleimigen Tentakelwickler eingefangen. Rückblende. Ja, Wickler? Stopp, lasst Wickler los. Ah, super. Nicht so fest, ihr reißt Wickler ja in Stücke. Oh, das war ich, ne? Ja. Ah, ich habe dich überall gesucht, ungezogene kleine Raupe. Ja, ich wollte dich unbedingt treffen. Bis zu deinem Haus bin ich gegangen, aber du warst nicht dort. Nein, stattdessen treibst du dich am Eingang so weit herum, um mit Mario und seiner kleinen Freundin die fiese Pläne gegen mich zu schmieden. Was? Wer? Wieso? Wickler wollte nur leckere Blätter essen. Wickler wollte keinen Ärger machen. Oh, ich bitte dich. Durch deine Anwesenheit machst du mich schon genug Scher rein. Also werde ich dir wohl einen kleinen Zaubertrick zeigen müssen. Einen sehr lustigen Zaubertrick. Wie lustig, yippie, schnell, schnell. Abracadabra. Oh. Ja. Oh, ihr seht so glücklich aus. Jetzt, wo ihr frei seid. Ach so sind Kinder eben. Sie so keck und aufs Dreiße aus. Also Kinder, geht und spielt draußen, was ihr wollt. Spielt fangen oder verstecken oder haut den Goomba oder was ihr gerade möchtet. Ja, das fühlt sich besser an, oder? Fast beneide ich euch ja, dass ihr euer ganzes Leben einfach mit Spiel und Spaß verbringen könnt. Und denn, ich bin mal weg. Adieu. Ja, Zaubertrick vorbei. Wiglers Körper ist verschwunden. Ja, das bringt jetzt auch nichts mehr. Ein bisschen spät direkt, Junior. Ja. Na, kleiner Wigler, ganz ruhig. Hör zu, Mario. Dieser Kamek ist ziemlich gerissen, da stimmst du mir doch zu? Ich glaube kaum, dass er so etwas Gemeines ohne ein verstecktes Motiv tun würde.
Egal, auf jeden Fall muss der arme Wiggler seine Füßchen zurückbekommen. Los, wir suchen nach seinen Segmenten. Yippie, ihr wollt Wigglers Körper suchen, zurück zu Wiggler bringen? Wiggler hat insgesamt 4 Segmente. Vermutlich toben sie im Wald herum, spielen Spiele und haben irgendwo ganz fürchterlich viel Spaß. Sie alle wieder einzufangen wird sicher nicht leicht, aber Wiggler glaubt ganz fest, dass sie es schaffen könnt. Oh, aber tut ihm bitte nicht weh. Wirklich genau wie ein kleines Kind, oder? So unbekümmert und so sorglos. Also gut, wir sind unterwegs. Ja, und 2 Dinger hier muss ich auch noch finden. 2 Baumstümpfe. Ja. Hui. Wow. Wenn noch jemanden für Stimmen braucht, ich stelle mich zu... Latze findet auch, dass die Idee mit dem Pferd cool ist. Das ist doch schön. Hier geht eine Pause ein. Ich finde das, wie gesagt, echt cool. Das ist auf jeden Fall echt eine coole Idee. Ja, ja. Also die hatten da einige verdammt coole Ideen. Also... Ich muss da wirklich sagen, die sich das ausgedacht haben, Hut ab. Ich glaube, hier in Stickerstar gibt es gar nicht so viele Sprecher, dass es jetzt nicht so lohnen würde, noch jemand mit ans Boot zu holen. Ja, Stickerstar ist da wirklich ein kleines Spiel geworden. Weil es halt auch eben, es war für Handheld und da kannst ja sowieso, haben die ja sowieso gesagt, da machen wir nicht so riesengroßes Tam-Daram-Dadam-Dadam mit. Huch. Schon allein auch nicht nach der schönen Umfrage, die ja damals war. Schrecklich. Ja. Danach die Spiele, hallo? Die sie haben leider auch nicht mehr so eine Tiefe gekriegt wie die ersten 3. Aber wieder besser als das mit Stickerstar. Ja. Also Stickerstar muss man wirklich sagen, von der Storymäßigen her, ist es die flachste. Oh. Man hat da wirklich auch nicht sehr viele Stimmen oder so große Gebiete, wie man ja sieht. Die haben sich da sehr stark drauf gesehlt, wie Mario eigentlich war. Und das waren halt dann wirklich so Welten mit Levelabschnitten, so kleine. Oh. Color Splash ist das nächstes dran dann. Ja, Color Splash. Und da habe ich auch schon alles geguckt. Danach ist der Origami-König dran. Ja, und das ist ja dann gigantisch wieder. Jupp. Da haben sie wieder da gesagt, okay, wir hauen mal wieder Story rein. Okay, wir machen es auch mal wieder etwas ernster. Macht ihr mal. Hm. Oh, schön. Deutschland hat die erste Goldmedaille im Schwimmen bekommen. Cool. Ach, stimmt. Hammer gegen die. Ich glaube nicht, dass wir zum Ende des Jahres fertig sind mit... Aua. Was? Mit Paper Mario. Nee. Also, Scala Splash ist ja auch schon ein größeres Spiel. Nicht so groß wie Origami King, aber er ist auch schon ordentlich. Also da haben die wieder, ich meine zwischen, ja, ich muss mich mal eben ganz kurz gucken. Ich glaube zwischen Stickerstar und Color Splash waren auch einiges an Jahren. Da. In nächstes Jahr ist dann erst okay. Falls bis da nicht neues Paper Mario rauskommt, weil ja ne, nächstes Jahr. Weiß nicht, ob dieses Jahr oder nächstes Jahr. Ich denke mal, schon zur Weihnachtszeit wird dann die Switch 2 rauskommen. Das kann ich dir gerade nicht sagen. Auch nicht. So, genau. Die hatten nämlich das erste Paper Mario, das kam 2001. Dann das zweite war 2004, das dritte 2007. Zu Stickerstar brauchten sie schon bis 2012. Also 5 Jahre. Und dann zwischen Stickerstar und Color Splash kamen dann wieder 4 Jahre. Das kam erst 2016. Und zum Origami-König wieder auch wieder 4 Jahre.
Und was aufsammeln. Nein. Oh. Glückwunsch. Danke. Ich glaube, eine Heilung wäre günstiger. Ja, das ist wegen... Habe ich das so gemacht. Mann! Ja, Kopf, er ist knautschig. Vielleicht ist er auch flauschig, wir wissen es nicht. Knautschig, flauschig. Ich finde es aber schade, dass man halt den, beide Sticker verliert, wenn man auch nur einen nutzt. Ja, das ist schon ein bisschen schade. Da gebe ich dir recht. Das hätte man da ein bisschen dann doch angenehmer machen. Aber im selben Anzug muss man auch sagen, wenn du einmal durchguckst, kannst du unheimlich schnell wieder Sticker kriegen. Ja, ja, klar. Ich meine, guck mal, wie schnell hattest du da wieder Sticker im Album drin gehabt. Also, sehr schnell. Das ist dann... Sind ja eben auch überall hier. Richtig. Hallo, Wegler. Teil des Weglers. Ja, und wenn er ein Teil des Wicklers ist, ist er Wickler. Hallo, ein Fünftel vom Wickler. Welches Fünftel bist du? Das Schnelle. Dass das abhaut. Ich meine, guck mal, alleine hier hast du schon wieder, weiß der Kuckuck, wie viele von den Stickern drin. Ja. Also da ist das Spiel sehr großzügig. Ich meine, das war aber auch einer der Kritikpunkte, die das Spiel gekriegt hat, eben wegen den, dass du verbrauchst. Dass du Gegenstände verbrauchen musst, um sie nutzen zu können. Aber das hat sich, glaube ich, in den anderen Stick, das hat sich ja nie wieder geändert. Du hast ja immer was mit Verbrauch danach gehabt. Die sind dann halt von den Blumenpunkten weggegangen. Ja, aber Origami King war ja dann komplett anders auch. Oh, Origami King ist lustig. Ja, mit den, ja... den Drehen und... Ja. Ja, wie viele... Ich habe das schon so oft... Ich habe erst zwei Let's Plays davon gesehen. Von der Blind ist das Spiel ja dann in der Hinsicht nicht. Wie viele... beide haben ultra spät erst gemerkt, dass man die Felder nicht nur drehen kann, sondern auch schieben kann. Ja? Das sagen sie dir doch direkt am Anfang. Ja, aber keiner achtet drauf dann mehr. Oh Gott. Dann will ich nicht wissen, wie schwer die das teilweise hatten. Ja, ja, vor allem bei Bossen hatten die teilweise echt Probleme dann. Nicht nur bei den Bossen, schon allein bei normalen Viechern. Wenn, da war das nicht so schlimm. Also ich weiß, dass ich bei manchen normalen, wenn du da nicht die Reihen richtig angeordnet hast, dass du dann da schon doch Probleme kriegen konntest. Weil die dann, sagen wir mal, du hast so eine Reihe von den Clubbers. Oh. Ja, hier, die auch die Stachelkugeln werfen. Ah. Und du kriegst sie nicht rechtzeitig eingeordnet. Die hauen Schaden raus. Ich habe glücklicherweise keine Ahnung mehr. Boah, die hauen Schaden raus. Das ist echt nicht lustig. Ich brauche ein Item, was ich nicht habe. Aber genau da rein. Jetzt dachte ich mir halt eben auch. Ey, du kannst das Level schon mal beenden, dann kannst du zumindest auch freischalten. Ah, die Blume ist wichtiger. Ja, natürlich, Kopf. Da stand unter garantiert Feuerwehrblume. Ich hätte lieber eine Feuerwerkblume. Oh. Eine Feuerwerkblume wäre auch interessant. Ja, da fehlt ein Wicklerteil. Wir sind, da ist ein Wicklerteil. Weißt du, dass man dir da die Bowlingkugel fehlt? Die Musik hört sich mal so an wie so ein zwielichtiger Jazzclub. Ich wollte es schon nicht aussprechen.
Naja, du hast eine Trompete benutzt. Wunder dich jetzt nicht, dass hier alle jetzt auf Jazz stehen. Die war laut genug, dass du, Der Widerhall noch von der, ne? Ja, entweder ist das der Widerhall oder du hast alle infiziert. Aua. Aua. Springen sollte ich nicht damit. Aber damit. Schade. Tut weh. Jetzt sollte ich mal springen können. Ich habe keine Ahnung. Probier es gar nicht erst aus. Ja, okay. Ich hab mein Trinken schon alle. Ich hole mir eben Neues. Ja, voll. Nicht verlaufen. Na. Oh. Ich brauch Leben. Hier ist wirklich einfach nur so schnell A drücken, wie es geht. Die ist zu stark. Feuerhammer. Aua. Aua. Ich will einfach noch Items aufheben. Mehr will ich doch gar nicht. Au. Jetzt sind wir hier. Oh, jetzt bin ich wieder am Anfang. Muss irgendwie in die Mitte kommen. Mehrere Stellen davon. Ha. Ich kann nicht einfach darüber. Ja, da kann ich wahrscheinlich rüberspringen. Oder? Nee, das ist viel zu weit. Hier machen. Hallo, Blatt?
Genau das wollte ich machen. Da sind wir wieder am Anfang. Ich muss irgendwie das Blatt von der anderen Stelle darunter kriegen. Wie komme ich da hin? Ich muss halt. Oh. Komm ich hier hoch? Nein. Ganzen Weg nochmal. Und noch mal. Schon welche gefunden? Was? Und schon Wiggler gefunden? Nee. Die dritte Rundreise. Okay. Ich hab mir Leckerchen geholt. Was gibt's denn Feines? Mini-Roma-Tomaten. Oh. Die Tomaten sind lecker. Ja, sind sowas ähnliches. Au. Ich glaube, ich muss hier hochspringen dann. Obwohl, es sieht auch nicht so aus. Ich glaube, hochkomme. Oh doch, komme ich. Okay. Die waren 2-3 Tage im Kühlschrank und so wie ich sehe, nicht eine einzige hätte da irgendwie was angedutschelt. Das ist doch gut. Ah. Lecker, lecker. Och, ist ja nur 400 Gramm. Boah, hast du was zu knabbern? Was Gesundes sogar. Kann keiner sagen, was zum Teufel isst du ja Junkfood. Ja, mein Stick, mein Album ist gleich wieder voll. Nutsword-Chips. Ich habe gar nichts. Ja, Chips hätte ich hier auch, Brotchips, aber... Nee, gerade bin ich mir eher nach den Kirschtomätchen. Ich finde es so schade, dass Seven Days von Took aufgekauft wird und die Brotchips so stark geändert wurden. Und vom Preis halt eben so extrem hochgestiegen sind. Was habe ich denn hier gerade für welche? Ich glaube, der Preis ist so 125 oder 150% teurer geworden. Ja. Die nennen sich Bruschette Chips von Marotti oder Maretti. Hat mir nichts. Maretti. Sind 150 Gramm, sind so kleinere. In Slow Roasted Garlic Geschmack. Aber nicht für heute. Not today. So, wie macht man das mit dem zweiten? Ach, du bist jetzt bei dem Welt 3-5, richtig? Kann gut sein. Ich schließe es erstmal hier ab. Ich glaube, ich sehe, weil ich gerade nicht sehe. Ich weiß jetzt nicht, wie man in die Mitte kommt. Also, linke Seite Mitte. Geh
den einen Abschnitt nach rechts und dann über die Brücke. Folge dem Wind weiter und du landest auf einer kleinen Halbinsel. Schlage das Blatt von der Pflanze und spring auf dieses. Fahre ein wenig auf dem Fluss, bis du im Vordergrund einen kleinen dunklen Pfad siehst. Ja. Springen Sie ab und gehen Sie über die Treppe nach oben. Ja. Ziehen Sie im Hintergrund das Bowserband ab und folge dem Weg. Ja. Du landest schließlich beim Segment. Ja. Welches dich angreift. Was? Was? Welches Segment greift mich bitte an? Weiß ich nicht. Warte, oder komm. Oder könnte das... Ah, es kann sein, dass das erst passiert, wenn du... Oder gab's... Nee, da oben gab's keinen Ausgang. Hier kann ich jetzt hochspringen. Ah. Es glitzert. Warum darf man hier währenddessen nicht das Album einfach mal sortieren? Ist auch ein bisschen seltsam. Einfach nur A-Spam. Ernsthaft? Deinem Leben? Ich merke schon, das zweite Mal ist einfach schwerer. Ich auch nicht rüber. Oder muss ich... Nee, springen tue ich kann nicht. Ah. Nee. Es kann sein, dass das zweite Wiggler-Fragment dich nur angreift, wenn du das erste hast. Aber hier ist ja kein Wiggler-Fragment. Ja doch. In dem Gebiet gibt es eins. Aber ich vermute mal, du kriegst das erst, wenn du das zweite hast. Geh mal über die Brücke. War ich gerade. So, hier gab es ja irgendwo eine Pflanze, die du anschlagen ja. konntest. So, geh mal bitte zu dieser Pflanze. Habe ich schon, das ist das jetzt gerade. Das auf Gut. Blatt. Da jetzt, da auf den dunklen Weg rauf. Da bin ich doch. Ja, und wenn dann konntest. Geh mal jetzt mal hier die Treppe links hoch. Ja. Hoch, hoch, hoch. Rechts. Hier war das Bowser-Ding. Runter, runter, da durch. Ja. Und hier müsste das Wiggler-Fragment stehen und dich dann angreifen. Ja. Wie sie sehen sie nichts. Ja, musst du erst finden. Das erste. Ja, das erste brauche ich Nein. Das erste ist doch gerade. Okay, das erste, ich muss es nochmal suchen. Das ist anscheinend übersehen. Entschuldigung. Alles gut. Aha. Okay. Jetzt folgt es dir. Deswegen. Ah, trotzdem, für den Geheimbereich, da brauche ich dann trotzdem, Ja, aber du brauchst nicht für die Wiggler-Sack-Dings. Okay. Drei Münzen, geil.
Ah, jetzt haut's nämlich einfach ab. Ja. Hey, das Wickler-Segment ist weggelaufen. Ziemlich ärgerlich, oder? Jetzt müssen wir nämlich wieder los und den kleinen Schlingel einfangen. Das erklärt's dann natürlich auch. Aber du weißt ja jetzt, wo du es findest. Ja, aber ich meinte auch ursprünglich den, dass da, wie ich dahin komme. Wahrscheinlich fehlt mir da auch noch irgendwie was, aber was? Keine Ahnung. Jupp, jupp, jupp. Ah. Ja. Jetzt. Danke. Es musste mehr passieren, früher oder später. Oh, jetzt eine Feuerblume. Jetzt will er ihn auch noch den Leuten glitzernd Feuer hinterm Hintern machen. Genau. Hey, was ist los, kleines Wiggler-Segment? Wir sind hier, um dich abzuholen. Das ist ein Segment. Erwartest du, dass es redet? Na, ja, vielleicht beherrscht es ja Zeichensprache. Mit. Du hörst wirklich nicht zu, oder? Du tust einfach, was du willst. Na gut, wenn du nicht hören willst, wirst du schon sehen, was du davon hast. 15 Leben. Ich hab ein paar Sprünge. Oh. Okay, Sprünge weißt du aus. Essblume? Herausgefunden? Ja. Ist ja später, oder? Ich sage mal, Kaizo lässt grüßen. Irgendwelche uns nicht. Oh nein, ja, okay, ich verstehe es. Okay. Ich glaube, sie spricht. Hey! Ah. Komm schon, Kleiner, hör auf mit dem Unsinn! No. Das Wiggler-Segment scheint sein Verhalten zutiefst zu bereuen. Okay. Und so knapp. Schubst mich runter. Ernsthaft? Nicht da. Das andere Segment. Das andere, ja, ich hätte sein müssen. Okay. Erstmal Heilung. Mhm. Dip, 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 dip.
Rex. Ach, platt. Nein, nicht. Junge! Chaos! Anwesend. Anwesend, nicht nur. Aua. Natsu, würdest du zugucken, würdest du es verstehen? So bekommt man Leute mit, die nicht aktiv zugucken. Das ist unglaublich. Okay. Okay. Ja, aber... alles gut. Ich kam nicht aufs Blatt drauf, deswegen. So, und jetzt das Hintere. Ist aber nicht so leicht, auf dem Blatt zu bleiben, wenn einem das Wickler-Segment hat, den du andauernd runterschubst. Ein bisschen. Baumstumpf. Ah, okay. Und ich habe auch noch das Steuerrad. Ja. Manni. Der Kreisweg ist komplett. Puh, bin ich froh, dass das vorbei ist. Komm schon, Kleiner, wir bringen dich nach Hause. War doch hier drin, oder? Nein. Oder? Nee, war es nicht. Ist recht. Nee, du musst einen nach links. Ja. Wicklers Wohnbaum, ja. Immer ist der Fahrstuhl unten. Hast du eigentlich gesehen, dass Natsu es eingelöst hat mit Trinken? Ja. Gut. Du darfst dich bewegen, glaube ich. Ja, aber ich wollte jetzt was trinken. Ja. Hat zwar gesehen, aber und nicht gemacht. Ah, du passt da an. Ja. Er ist nicht Kevin Fuchs. Kevin übersieht das andauernd. Oder er sieht es, bekommt es erst nach 5 Jahren mit. Tja. Und ich bin so paranoid und guck manchmal 5-mal in den Chat, ob ich nichts überlesen habe. Es ist immer so, du guckst alle, also praktisch alle 10 Sekunden guckst du in den Chat, passiert nichts. So, und dann guckst du einmal 5 Minuten lang nicht in den Chat und der ganze Chat ist zugespammt. Ah. Passiert so oft. Hab der guten Aussicht. Und sag mir, ich hab die... Ja, nee. So einen großen Delay kann man gar nicht haben. Ich würde jetzt zwar sagen, Challenge accepted, aber nee, möchte ich nicht. Wirf einen Blick auf diese kleine Insel. Wer weit einst blühend, ist jetzt faul und verwüstet von dem Gift, das von jeder Insel an unsere Gestade fließt. Alles, was grünt, wird so weit zerstört. Was hat nur dieser Fluch über unseren Wald gebracht? Die Antwort liegt auf jener Insel und dir fällt die Pflicht zu, dorthin zu reisen. Lasst dir das Schiffswrack eine Warnung sein, dass wir ein verfallenes Gerippe aus dem Meer an der Küste dieser kleinen Insel liegt. Der Insel liegt. Ich sehe da keine Schön, Insel. Dass du Küste gesagt hast, weil mein Kopf hat die ganze Zeit Wüste gelesen. Das ist eine Steinwüste. Ja. Nicht unlogisch.
das Gift also her? Es ist wie bei den Philippinen momentan. Wenn wir nicht einen Weg zu dieser Insel finden und verhindern, dass dieses Zeug weiter hier an Land gespült wird, erholt sich der Wald nie. Sei, wenn ich mich jetzt erst vorstelle. Ich bin nur ein bescheidener Tod, der diese Wälder liebt. Man sagt, du hast diesem armen Kind des Waldes Hilfe gewährt und dich unerschrockenen Fäulnis und Gestank entgegengestellt. Mögen deine Tage immer todreich sein, so danke ich dir im Namen der Wälder, die der Sprache der Tauds nicht mächtig sind. Ich kann mir keine größere Freude denken, als dir auf deinen zukünftigen Reisen mit meiner Kenntnis der Wälder zur Seite zu stehen. Sollten wir uns also wieder begegnen, erinnere dich meiner und bedenke, ich spreche hier auch im Namen aller anderer, die die Wälder lieben. Okay, Baumkuschler. Ah, da gibt's die Türen. Ja. Ist hinter irgendeiner Tür irgendwas Wichtiges? Ich glaube schon. Oh Gott. Oh Gott, es gibt so viele Türen. Wo waren die nochmal? Hinter einigen dieser Türen wirst du suchen, was du finden willst. Wo sind die Türen? Ja, leider. Okay. Wo war die eine denn? Die eine. Ja. Die ist gut. Ja. Irgendwo war hier eine Tür. Aber wo? Du hast in jeder Welt eine Tür. Ach du Scheiße. Drei, sechs, neun, elf. Also insgesamt bräuchtest du 35 Türen. Ach du Scheiße. 35 mal 80? Ist Geld. Da ist die Tür. Nee, danke. Babybell. Ich weiß nicht warum, hat sich so angehört wie Baba Babybell. Es geht aber Babybell. Die Tonne. Ja. Da. Soweit ich weiß, das Schöne ist ja, die Türen bleiben. Nicht, dass man sie nochmal bräuchte. Gar nicht. Nicht hier in jeder Welt ist eine... Aber hier war jetzt keine Tür. Hier ist keine Tür.
Du hast Türen in 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7. Doch, okay. 3, 8, 3, 9, 3, 10, 3, 11, 3, 12, 4, 1, 4, 2, 4, 3. Alter, die dritte Welt ist ja riesig. Okay, 4, 4 hast du keine. Entschuldigung, yeah. Also nicht in jeder Welt. Hat also doch recht, gut. 4, 5, 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6. Gut, und 6, 1 Ui. Und 6, 3 hat auch nicht. Hübsch. Also, ja. 2800 schreibt dazu. Gott. Mhm. Ein bisschen Geld. Ja. So ein ganz kleines bisschen. Aber Gott sei Dank, wenn du die Dinge ja einsammelst, danach hat ja der Flüsterheinz sie. Ah. 35 hast du doch gesagt. Müssten eigentlich 35 sein. Ich zähle nochmal durch für dazu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Wo war hier die Tür da, war so? Es war gut, dass ich direkt dahinter nicht den Reiter gegangen bin von den Welten, sondern direkt den Reiter Schätze durchgegangen bin. So nach dem Motto, da sind Schätze drin, ich zähl mal, wie viele Schätze es gibt. Au. Du wirst das besiegt und nervst. Dann nur noch 2580 für die restlichen Türen. Ja, diese Elementheimer sind so stark. Warum brauche ich mehr? Dann werde ich auch sehr mehr Gegner treffen. Blitzer. Kissen? Okay. Ja, wie willst du eine Kissenschlacht halten ohne ein Kissen? Wer sagt, dass ich eine Kissenschlacht haben will? Naja, gut, dann wollen wir irgendjemanden teeren und federn. Ich meine, den Teer haben wir ja schon. Wer sagt, dass es ein Federkissen Kissen ist? Meinetwegen können wir es auch in kleine Fetzen reißen und dann machen wir Teern und Fetzen, aber meinetwegen... Hauptsache, du kannst immer Teern und verkisserisieren. Verkisserisieren? Hier ist ein Kissen. Wenn die Papierisieren schon so als Kunstwort einführen dürfen, darf ich auch verkisserisieren nutzen. Hat nichts mit Küssen zu tun. Wo war hier die Türe? Jakob, schau doch mal auf Viere. Was? Au. Au. Das macht dir Spaß, oder? Deswegen mache ich es ja. Okay. Suchen wir noch eine Tür. Haben wir jetzt keine Hammerbrüder mehr hier, die nerven? Bumerangbrüder. Wo zum Geist die Tür?
1 bist du gerade, ne? Ja. Kurz vor dem Ziel, dort, wo ein Ninji auf- und abspringt. Hm. Ich sag was von kurz vor dem Ziel und er rennt weg. Ja, hier. Der einzige Ninja, der hier kurz, der kurz vorm Ziel ist, in Anführungszeichen. Ich wollte gerade sagen, kurz vorm Ziel ist das aber nicht so ganz. Das ging schneller, einfach als erwartet. Okay. Licht, Kamera, Action! Da Wirrwald finden. Ne, ich habe da oben 1, 2, 3. Habe ich den Wirrwald schon gemacht? Ja. Guten Appetit. Danke. Nein, hast du nicht. Okay. Das weiß ich noch. Ich muss jetzt gucken, ob hier irgendwo eine Tür ist. Rechts, links, rechts, Mitte und dann ganz links. Blume ist immer noch so verwirrend. Es ist ein süßes kleines Blümelein. Jetzt lass es in Ruhe. Wo ist hier die Tür? Ernste Frage oder keine ernste Frage? Ernste Frage. Gut. Dort, wo ein Loch im Boden ist, musst du den rechten Weg gehen. Ah. Wow. Und habe ich keine Türen mehr. Ich habe schon die Hälfte meiner Tomaten weg. Oh. Eine Geige. Violine, tut mir leid. Ich habe noch keine Ahnung, was der Unterschied ist. Nee, ich habe keine Ahnung. Ich will sortieren. Danke. Es gibt heute keinen Unterschied mehr zwischen den Wörtern Geige und Violine. Beide Begriffe beschreiben dasselbe Instrument, sind also Synonyme. Der einzige Unterschied zwischen den Begrifflichkeiten ist die oben beschriebene Wörterherkunft und Bedeutung. Alles klar. In der gesprochenen Sprache dominiert das Wort Geige, in der Schriftsprache der Begriff Violine. Schon heftig. Okay, es gibt auch noch scheinbar einen Unterschied. Die Geige ist ein Sopraninstrument und die Viola ein Altinstrument. Der typische Klang einer Bratsche wird als tief, weich und hochemotional beschrieben. Geigen wiederum sind die am höchsten gestimmten Instrumente der Streicherfamilie. Verständnisvolles Nicken. Nein, ich wollte nicht. Ach, Streichinstrumente. Und,
Und habt ihr Welt 3 beendet? Wir haben Shopping-Tour gemacht. Bin nur durch ein paar Türen gestiegen. So, wo könnte ich hier Türe sein? Da. Das war ja einfach. Flup, flup. Flup, flup. Flup, flup. Deswegen ja, da sind immer Schätze hinter. Mario fängt jetzt noch viel früher mit der Musik im Kampf an. An sich nicht. An sich ist es später. Weil ich glaube, das ist wohl von Prozentualleben abhängig. Ich nehme wieder den Richten. Ich lerne sich gleich mal was kontrollieren, mal sehen, ob das klappt oder nicht. Um halt dem Geldfarming aus der Welt zu schaffen. Wie Geldfarming? Naja, weil mein Geld wird langsam knapp und ich will mal was ausprobieren, ob ich mir theoretisch Geld geben könnte. Ich hab 175 Geld, ne? Aber keine Ahnung, ob das wirklich geht oder nicht. Glitzerst. Kann man Sticker auch verkaufen? Nur kaufen. Ja, man kann auch verkaufen. So, ich will nur gucken, ob es funktioniert, wie gesagt. Es würde gehen. Gut, hat sich das erklärt. Sei einfach nur, um halt ihm die Türen zu kaufen, ne? Damit nicht irgendwie anderes großartig irgendwie anfangen. Weil er sonst doch zu sehr dann cheaten wäre. Oder es ist einfach nur ein kleiner Test gewesen. Weil ich will jetzt nicht unbedingt... Ich könnte auch natürlich machen, ich könnte zu irgendwelchen, auf irgendwelche Maps gehen, da die ganzen Gegner töten, mir so das Geld farmen. So will ich mir lieber einfach nur den Stress oder das Nervige davon ersparen. Wenn man damit einverstanden ist, dass ich das machen würde, könnte. Bitte sehr. Nein, ob bei dem Kleinen da unten, wo alles in Ordnung ist? Und da ich damit eh sehr offen bin, sage ich es lieber, als dass ich es ja irgendwie heimlich mache und dann so, oh, ich habe auch für mein Geld, ich habe Geld gefarmt, ja. Nee. Auch es gibt verschiedene Geldfarming-Methoden bei Paper Mario. Hallo? Ja. Ist was? Wer sagt das? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, es war nicht Kerstin. Ah, oh, Spinn. Okay. Aufwachen.
Wir wechseln uns einfach mal ab. Ach komm schon! Ja! Ja. Ach, war doch Kerstin. Ja. Diese Dinger bedrängen eine zarte, unschuldige Dame. Wo? Was würde Marion in so einer Situation? Er würde mich retten! Seit wann ist wirklich eine Dame? Ich höre gar nichts dabei. Ja, Natsu, das frage ich mich auch. Nein, wollte ich nicht. Run, oops. Mario, run! And take the microphone with you. Ja, ich bin aus dem Mikrofon gestürzt. Na, genau. Interessant. Wenn immer dazu erst eingesperrt, auf welcher Seite man auch ist. Au. Lass mich raten, alles, was hier auf dem Boden klebt, sind allgemein meine Sticker. Könnten sein. Oh, Entschuldigung. Kein Problem. Ja. Oh, mehr Items hierfür. Ja, wie, ich habe keine Fackel dabei. Okay, da hoch komme ich nicht. Zumindest momentan noch nicht. Habe ich gerade versucht, Natsu, mit der Feuerblume, aber... Das Netz braucht ein paar mehr Angriffe. Sehr viel mehr. Ernsthaft, 2. Au. Nein, du nicht. Brauche ich wahrscheinlich auch dann den Hammer. Fliehen. Ich
Gliedinneren. Viel Spaß im Lurk. Und viel Erfolg bei dem, was auch immer du machst. Ich denke einfach mal, dass Shibi das auch sagen würde. Ja, wenn sie gerade nicht den Mund voll gehabt hätte. Ich meine, ich habe noch... etwas weniger als die Hälfte. Die sind so lecker. Achso. So Tomaten einfach mit ein bisschen Salz und Pfeffer, auch lecker. Die sind einfach jetzt pur ohne Salz und Pfeffer. Au. Au. Nein, ich werde nicht angeschissen. Nur angesprungen, ich sehe schon. Ja gut. Ja gut. Ich merke schon. Ich mach's natürlich etwas anders. So ein ganz kleines bisschen. Hallo? Oh. Du hast ein paar deiner Sticker. Nur ein paar. Ja, mehr als du vorher hattest. Ich meine, du hast auch nur den One-Up-Pilz endlich wieder. Sortieren wir mal. Dafür brauche ich Kersti. In Not, genau. Okay. Ja, ich habe keine Ahnung, was dahinter stand. Ich kann mir also Zeit lassen. Kersti, geht's gut. Die macht ein paar Aerobic-Übungen oder sowas auf dem Trampolin. Oh. Ja, es ist so gut, dass die Textbox genauso war. Ja, wirklich. Es gäbe ein Leben, wo man nur mit Textboxen sprechen könnte miteinander. Was? Wer noch ineffizienter als sprechen? Ah. Wie komme ich zu Kersti? Das ist hier die Frage. Hallo!
kommst du nicht schneller hier, der hab ich irgendwas Was soll ich bloß? Rollensticker! Allein meine. Kann ich. Warum ich. Mir so etwas passieren? Ade jetzt? Oh, hoi, und so schon blöde. Sniff, schnüff. No. Ah, guck schon mal so bedrückt, wenn kein Hammer hat. No. Hammer ist da oben. Das ist ja Hammer. Zum Hammer komme ich von da unten. Das heißt dadurch. Aber wie zum Geil komme ich zu Kersti? Entschuldigung. Das ist so laut. Das hat man gehört. Okay, ich muss also wahrscheinlich gegen den hier rechts kämpfen. Ich habe gesehen, dass meine Textbox grün wurde. Da dachte ich auch so, Entschuldigung. Das hat man, ja, alles gut. Das hat man auf jeden Fall optisch mitbekommen, genau. Audiotechnisch mitbekommen. Ich sag ja, die waren 3 oder 4 Tage in dem Kühlschrank drin, weil ich sie gesorgt habe und nicht direkt essen wollte. Und sind immer noch verdammt knackig. Ja, ja. Geht doch. Du bist ja direkt neben einer Heilung. Das. Was meinst du, warum? Damit ich mich heilen kann. Ich wollte gerade sagen, ich höre schon den Stern. Wie kann das nur sein? Ich weiß nicht, wie du drauf kommst. Kersti, ich komme. Hi. Ah, Mario! Falls du es noch nicht bemerkt hast, ich habe keine Arme und keine Beine. Also tu irgendwas. Also jetzt, wo du es sagst, fällt mir das jetzt auch auf. Sag ich dir, überhaupt nicht lustig. Habe ich gelacht? Und nicht nur das. Dieses klebrige Netz hat gescheuert wie verrückt. Absolut inakzeptabel, dass du mich da hängen gelassen hast. Puh. Aber egal. Natürlich bin ich trotzdem dankbar, dass du mich gerettet hast. Auch wenn es etwas gedauert hat. Ja, jedenfalls, danke. Hey, warte mal. Du hast deinen Hammer verloren? Dann sollten wir ihn besser schnell wiederfinden. Also gut, machen wir uns auf den Weg. Eieiei.
Huch. Ich dachte, dass ich das einfach aufheben kann. Naja, es hing ja schon ein bisschen lose. Ja, aber normalerweise muss man es jetzt abziehen. Also, oh nee. Die man abzieht, die sind schon etwas fester noch. Nur sehen sie falsch aus. Mhm. Sind falsch festgeklebt. Ui. Ist so, als wenn du bei deinem Personalausweis dein Passbild auf dem Kopf stehen hättest. Tja, kannst du allen den Kopf verdrehen, wenn sie dein Perso sehen wollen. Fliehen. Flieht, ihr Narren. Ja, was kriegen wir? Ah, die Dinger. Diese Staubsauger. Das Staubsauger, ja. Ohne Strom. Halt, ein Hammer. Der Hammer. Yay. Endlich. Dann hämmer mal los. Das ist ja nur, um die Spinne zu zerstören. Oh. Oh. Na dann, Wickel, Wuckel, Wackel. Befreie dich aus dem Gefängnis. Er freut sich jetzt auf der Oberwelt, rennt er dann weg, dann darf ich ihn wieder auf der nächsten Welt bekämpfen. Wie ich drauf komme, ich weiß es nicht. Ein Blümelein, da wächst das Herz, ein Blümelein. Jetzt, danke. Oh Gott, Geld. Hm. 3, 2, 1. Wer hätte das gedacht? Ich glaube, ich habe die Tür gefunden. Ich dachte, du wolltest sagen, du hast das Wiggler-Teil gefunden. Das auch. Dieser Film. Klebeband. Eine Klebebandrolle mit Klebeband, bitte. Wenn schon. Oder, warte. Oder wie heißt das Gerät für die Klebebandrollen? Hm? Damit sichert irgendeinen Namen. Klebebandhalter. Ja, es ist. Gut, wissen wir alle nicht. Moment. Ah. Ich habe mir noch nie dieses Problem gemacht. Bei uns hieß das, heißt das immer, bringst mir mal das Klebeband, ja, und dann wird das ganze Gerät drüber gereicht. Hat garantiert Namen. Ah, es verfolgt mich. Diese kleinen Motten. Na, wo die mal herkommen. Und
draußen vom Walde komme ich her und ich muss jetzt sagen, es ist so schwül so sehr. Da hinten ist es wahrscheinlich auch sehr schwül. Irgendeine Falle wird da schon sein. Okay, bekämpfe dich halt eben. Geht genau auf. Okay. Eine heiße Quelle? Oder eher eine giftige Quelle in dem Fall? Eine giftige Kochquelle. Verborgener Giftquell. Zuflussmenge, kein neues Wasser. Wasserqualität absolut giftig. Wie kein neues Wasser. Ja. So ein Hallo habe ich nicht erwartet. Nicht? Nee. Aber warum denn? Spieler. Danke. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Na? War ja klar. Ja, natürlich war das klar. Du hast also noch Kraft für Streiche? Bist du nicht ein bisschen zu alt für solche Kindereien? Und wer Blödsinn macht, der gehört ganz klar versohlt. Auch wenn ich echt nicht weiß, was man an dir genau versohlen sollte. Die Füße. Au. Ernsthaft. Ja. Na, übrigens kannst du jetzt nicht ausweichen. Man die mir erst verprügeln muss, dass sie gehorsam werden. Naja. Die müssen immer Energie ablassen. Ah. Komme ich jetzt weiter? Ja, da bräuchte ich jetzt Hilfe.
Jetzt gerade kein... Ah, nicht zumachen, auflassen. Oh, hab noch was gefunden. Ja, ja. Ah, okay. Hab's. Der Zufall entdeckt. Busch. Ja, die Stufen hinterm Busch. Aha, mein Zehner. Ich hab die noch alle aufgesammelt, gut. Ich wette, es wird kein 9x9 Feld, genau, 3x3 Feld. Neun wäre ein bisschen zu groß. Wegler, wir haben hier was von dir. Schon wieder. Muss ich gleich neue Türen kaufen. Noch mehr Geld. Ich bin so arm, ich brauche mehr Geld. Naja, du willst Türen kaufen, ne? Ja. Was? 1, 2, 3. Wie viele Welten hat noch die vierte? Also wie viele Level? Du meinst jetzt die dritte? Ja, ja, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt noch 4 Stück, also genau. Ja, 4 Türen. Das Segment spielt hier. Hier gibt es hier eine tödliche Falle nach der anderen. Ist halt ein Risiko-Junkie. Hat mein Ernst nicht klein? Naja, kommt drauf an. Der Ernst, ja, aber wie ist etwas ernst? Ja, deswegen ja, im Ernst. Ah, es verfolgt mich. Ja, du wirst abgeschoben. Das war so klar. Fang mich, hey! Wow. Lieber das als Ninji. Ach du Scheiße. Lange keine Hüftpfuschen mehr bekommen. Na gut. Muss ja auch darauf achten, dass ich irgendwo die Tür sehe. Toxi-Blooper. Au.
Warum sieht auf der Farbe von der Farbe auf einmal so anders aus? Ist eine gute Frage. Ja. Au. Gift stört beim Zielen. Okay. Warum sind die egal. Ich weiß gerade so besser passt. War klar. War ich schon wieder zu laut? Nö. Okay. Masch war wegen dem Giftsumpf. Und die habe ich nicht gehört. Okay. Gänchen. Warum der hier so hochgesprungen ist. Er hatte einmal Jumping-Schuhe an. Gut. Und Schüsse. Viel zu einfach schon so zu dir zu kommen, oder? Achso. Was ist hier am Start? Okay. So, hä? Wo bin ich hier? Aber hier bin ich auch noch nicht. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Mag ich nicht. Und top.
Und das haut doch eh gleich wieder ab. So ein bisschen. Mein Loch jetzt. So wie jetzt. Ist auch schon abgehauen. Kommt nicht mal hinterher. Wo war die Tür? Ich habe so sehr auf das Wickler-Fragment geachtet, ganz Zeit, dass ich das Tür voll vergessen habe. Im zweiten Abschnitt auf dem Grund des Sees. Viel Spaß. Gut. Au. Dem Grund des... Ach, da hinten. Ich habe übrigens schon die meisten Gegner getötet. Mit dem Stern. Von daher war das jetzt kein Problem. Genau damit. Okay. Immer noch Sticker. Ja, aber eine gute Aufladung, ne? Ja. Dass ich diese Abkürzung hier erschaffen habe. Hä? Den habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, aber dich. Rüberspringen. Na, da. Ach ja, geht. Ich will das immer irgendwie nutzen, um mich zu strecken und so alles oder was zu trinken. Geht nicht. Tralalalala. Musst du vorher machen. Tschüss, Wegler. Sag mal, ganz schön dunkel hier unten, findest du nicht? Aber irgendwo ist sicherlich ein Lichtschalter. Dankeschön. Meine Damen, meine Herren. Viel Spaß. Wir bitten vielmals um Entschuldigung für diese Wartezeit, aber das Warten hat sich gelohnt. Es ist Zeit für die heutige Ausgabe der Snippet Show. Ich dachte für eine Sherry-Tomate. Ja, endlich ist es wieder soweit. Eine neue, aufregende Ausgabe der Snippet Show. Mein Name ist Snippet und ich führe Sie durch diese Show. In den nächsten 30 Minuten muss unser der Stargast drei Aufgaben bewältigen, die ihm garantiert den Atem verschlagen. Unser heutiger Stargast ist der allergrößte, ein echter Hammer unter lauter Klempnern Zangen. Mario. Ganz genau, der Mario. Und wenn er tatsächlich in der Lage ist, alle drei Spiele zu gewinnen, erhält er diesen absolut fantastischen Preis. Ein Stück Wiggler?
Und nun, ohne weitere Vorreden, unser Stargast. Mario, bist du bereit für die erste Herausforderung? Mario, das überrascht mich. Sag, was willst du tun? Du weißt, sobald das Spiel angefangen hat, können wir nicht garantieren, dass du, dass du überlebst. Gehst du das Risiko trotzdem ein? Na, was denn sonst? Das nenne ich mal eine korrekte Antwort. Also gut, fangen wir an mit der Show. Hier ist unser erstes Spiel. Entscheidungspanik. Und hier kommt die erste Frage. Um zu antworten, springst du entweder gegen den Block mit Häkchen oder den mit X. Dabei füllt unser einmaliges Giftgas natürlich langsam den Raum. Und du weißt ja, kurz angeschnüffelt heißt lange mit KP-Verlust bereut. Aber genug der Vorrede. Bist du bereit für die erste Runde? Triffs oder Schnüffels? Haben wir da allesamt Brillen? Nein? Allein Bowser nicht. Wenn du im Stickerrad 3 Giftpilze hast, werden alle Gegner vergiftet. Keine Ahnung. Hatte ich noch nie. Oh. Der Glitzersprungsticker ist teurer als ein Sprungsticker. Ja. Verwendung eines Pizzickers werden einige KP generiert. Ja. Ich habe vorsichtshalber eine Liste hier schon aufgemacht mit den möglichen Fragen. Nur jemand, der Bowser über so viele Jahre geärgert hat, kann in einem Raum voller Gift so ruhig bleiben. Jeder andere hätte sich die Nase zugehalten. Auf jeden Fall hast du die erste Stufe geschafft. Und weiter geht's zur nächsten Runde unseres Spiels. Oh. Tschüssi. Genau, meine Damen und Gentlekumpel. Es ist Zeit für die zweite Herausforderung. Das große Haut-in-Sniffet-Spiel. Hör gut zu, die Regeln sind ganz leicht. Unsere unbezahlten Sniffet-Praktikanten stecken ihre Köpfe durch die Löcher im Boden. Ja? Unbezahlte Sniffet-Praktikanten. Verpass ihn einfach mit B1 mit deinem Hammer, bevor sie wieder unter der Bühne verschwinden. Gewonnen hast du, sobald du 20 erwischt hast. Ich muss sicher nicht erwähnen, dass dir auch bei diesem Spiel unser Spezialgas das Atem in diesen Raum versüßen wird. Dann lass uns anfangen. Triffst oder Schnüffels? Herz. Okay, ich weiß nicht, wie ich den getroffen habe, aber ich habe ihn getroffen. Gar nicht schlecht, aber wer hätte weniger erwartet vom Beschützer des Pilzkönigreichs, vom Freund aller Toads? Keiner schwingt den Hammer, so wie du. Stufe 2 hast du bestanden. Glückwunsch. Und damit ist es an der Zeit für unsere letzte Herausforderung. Aber diesmal fällt er schneller. Und nun, Shy Guys und Shy Guyinnen. Zeit für die letzte Herausforderung in unserer Sniffet-Show. Der Name des Spiels lautet das extrem aufregende Blöcke drehen. Also gut, einer dieser Blöcke ist als der korrekte Block markiert. Die anderen Blöcke sind alle Nieten. Zunächst mischen wir die Blöcke. Und wenn sie gemischt sind, setzt die Spannung ein, sobald du einen dieser Blöcke wählen musst. Triff den richtigen Block 3-mal, dann hast du das Spiel gewonnen. Triff den falschen Block und ein aufregender Kampf gegen unser Sniffet-Team erwartet dich. Alles verstanden? Fantastisch. Dann beginnt das Spiel, wenn unser Publikum das bekannte Kommando gibt. Triffs oder Schnüffels. Okay. Bring den Block deiner Wahl. Ist der Block deiner Wahl? Na gut, wollen wir doch mal sehen, was sich darin verbirgt. Okay, noch 2-mal. Natürlich war es ganz einfach, bei diesem Tempo den richtigen Block herauszufinden. Aber es fehlen noch 2 weitere Blöcke und du hast das Spiel gewonnen. Mach dich bereit für Block Nummer 2. Block Mix Marsch. Ist wahrscheinlich schneller. Ja.
Ja, da. Gut, und jetzt... Ja, okay. Sehr gut, ganz fantastisch. Aber hier endet deine Siegesserie. In dieser Runde wirst du garantiert den kürzeren ziehen. Wir fügen nämlich einen weiteren Block hinzu. Okay, du weißt ja bereits, wie es funktioniert. Triffst du nochmal den richtigen Block, bist du durch. Block Mix Marsch. Okay. Okay. Müsste der gewesen sein. Gut. Applaus, Applaus. Ich habe extra die Klappe gehalten, weil du dich bei den Dingern konzentrieren musst. Ja, danke. Du hast alle Herausforderungen bestanden. Bist du sicher, dass kein Sniffelblut in deine Adern fließt? Mario, es quält mich, das zu sagen. Aber dann verdienst du dir eine echte Sniffel-Gratulation. Und wie versprochen, dein Preis. Bitteschön, nimm ihn dir. Und damit endet der Sniffel-Show auch schon wieder. Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Auch im Namen unseres heutigen Stargasts Mario. Ich hoffe, Sie sind auch das nächste Mal dabei, wenn ich Sniffel Sie zu einer Ausgabe der spannenden Sniffel-Show begrüßen darf. Auf Wiedersehen. Ich hoffe, Sie sind auch das nächste Mal dabei, wenn es wieder heißt, Bühne frei für die einmalige Sniffel-Show. So. Schade, Natsu hat keinen Counter gemacht, wie oft das Wort Sniffel vorkam. Sehr oft. Oh ja. Hör mal, Mario, können wir miteinander reden wie zwei erwachsene Sniffels? Du musst einfach wissen, das war eine fantastische Leistung da draußen. Bis auf das eine Mal, da wusste ich dir die Antwort nicht richtig. Also. Ja. Wahrscheinlich vergiftet. Ja, wird vergiftet den selber, okay. Es sah wirklich aus, als hättest du dich gar nicht anstrengen müssen, um die Aufgaben zu lösen. Oder liege ich da verkehrt? Wahrscheinlich bist du ganz einfach speziell. Für spezielle Gäste wie dich haben wir eine spezielle Herausforderung vorbereitet. Wenn du diese spezielle Herausforderung meisterst, gibt es natürlich auch einen speziellen Preis. Und ich sag dir, dieser Preis ist wirklich absolut fantastisch. Was meinst du? Bist du sniffit genug, um auch dieser speziellen Herausforderung entgegenzustellen? Alles klar, komm her. Unsere Anwälte weisen dich auch diesmal darauf hin, dass wir für dein Überleben quasi nicht garantieren können. Du nimmst trotzdem teil, ich nehme teil, auf eigenes Risiko. Gut, sehr gut. Das ist die richtige Antwort. Und damit starten wir unseren speziellen Wettbewerb. Wie tief kommst du runter? Wie tief kommst du runter? Wie tief kommst du runter? Echt? Geht das endlos? Weiß ich nicht, nein. Aber eben halt immer plöpp runter, plöpp runter, plöpp runter. Willkommen bei der speziellen Herausforderung. Ich wusste, dass unser Mario sich auch dieser Herausforderung stellen würde. Und ich verspreche nicht zu viel, Mario. Dieses Spiel wird dir den Atem rauben. Und los geht's mit der Ultra Holding Sniffet Entscheidungspanik. Bis Wiglertal jetzt im Publikum auch sitzt. Ein bisschen platt. Ja. Gut, dieses Quiz geht los, Mario. Du kennst das Spiel. Antworte über den Häkchen oder der Xbox, der besonders Spaß in dem Spiel ist. Du kannst die Blöcke erst dann anspringen, wenn du 5 unserer unbezahlten Sniffet Praktikanten plattgehämmert hast. Du musst also schnell denken, erst genug Sniffets erwischen und danach die 3 Fragen richtig beantworten. Und nur so gewinnst du das Spiel. Bei 1 musst du dir keine Gedanken machen. Dein bevorzugtes Gasaroma wird auch diesmal den Raum erfüllen und die Spannung hochhalten. Also, wollen wir das Spiel beginnen? Dann geht es los auf das Kommando. Triffs oder Schnüffels. Kami kann fliegen und er fliegt auf einen Besen. Ja. Nick Toads waren in diesen Schranksticker auf dem eingesperrten. Das ist falsch. Okay. Das waren nämlich, glaube ich, 10, ne? Müssten 10 gewesen sein, ja. Schranksticker kostet 3 Münzen, verkauft kannst du für 2 Münzen. Ich glaube, ja. Oder? Ja. Also verkaufbar 2, das weiß ich definitiv. Bravo, du hast auch diese spezielle Herausforderung gemeistert. Großartig, bravourös und einen echten Sniffet würdig. Glückwunsch. Unglaublich, du bist doch mindestens zum Teil ein Sniffet. Bravo. Und damit endet unsere Show für heute. Meine Damen, meine Sniffets, Dankeschön. Meine Damen und mit Sniffets, bitte einen Tosenapplaus für Mario.
Vielen Dank, dass Sie das Studio heute beehrt haben. Dank Ihrer Begeisterung hat hier die Luft gebrannt. Es war mir ein Vergnügen, Ihr Gastgeber zu sein. Und ich hoffe, Sie sind auch bei der nächsten Snippet-Show wieder mit dabei. Bibi? Ja, ich muss Monitor kauen. Ich bin gleich fertig, ich habe nur noch zwei. Hey, was ist mit unserem Preis? Aber natürlich, euer Preis. Hier ist er. Oh, Fallgrube. Moment. Oh. Danke. 5% Akku. Mit Sicherheit Heizgerät oder so. Heizung. Ah. Heizkörper. Hä? Was soll das denn sein? Ein Heizkörper. Schau doch da. Kennen die doch alle nicht. Warte mal. Stimmt, wo ist hier die Tür? Nach Beenden der Schnüffelshow über den Kisten. Kannst du ruhig nach oben gehen. Okay. Ah. Die Tür. Muss ich nur irgendwie zu der Tür kommen. Ah. Was zum Geist ist das denn? Ah, einfach nur Kanister. Danke. Ah. Ja, klar, das ist. Warte mal, das haut zweimal ab. Okay, das hat mich jetzt. Das ist okay. Du bist neu. Na, damit du weißt, eben ist hier irgendein rundes, gelbes Ding vorbeigekommen. Ich konnte ihn aber nur kurz zuwinken. Wenn ich versucht hätte, dem Ding zu folgen, hätte ich mich garantiert verlaufen. So, und dieser verfressene Fuchs hat es tatsächlich geschafft, fast ein halbes Kilo Tomaten zu essen. Auch das hat geschmeckt. Hat es auch. Ich habe die letzte gerade in der Hand. Und jetzt ist sie weg. Ist der Wickler irgendwo besonders oder ist der ein stinknormaler Weg? Ja. Genau, öffne das Fenster, um es wieder zu schließen. Das Wickler-Segment befindet sich auf der Lichtung mit den vielen Stickern. Ah, okay. Dann weiß ich wo. Müsste hier auch rechts dann gewesen sein. Oh. Na, Kampf. War klar. Ja. Hey, ihr seid alle Teile des gleichen Körpers. Wieso weigert ihr euch alle, irgendwas zu lernen? Ist das nicht derselbe Körper? Mario, bring dieses freche Segment mit einem einzigen Angriff zur Vernunft. Wie?
Okay. Au. Hi. Waren zwar zwei Angriffe, aber das war trotzdem in Ordnung, Kersti. Ja, sollte sein. Von den glitzert keiner. Das ist definitiv hier komplett anderer Weg. Ah! Okay. So, jetzt frage ich mich, was spiegelt sich da drunter? Natürlich, Kopf. Es spiegelt sich darin die Unendlichkeit des Seins. Ja, wer weiß das schon. Vielleicht ist es ja wirklich so. Motivier Kopf bitte nicht. Mein Kopf hat sowieso schon ganz viele verrückte, dumme Ideen, die niemals wahr werden, aber hey. Ich weiß schon, ob sie niemals wahr werden. Die Eispuma nehme ich noch mit. Den Eispuma nimmst du mit? Ja, Eispuma. Ich Puma, Puma. Bitte nur das L. Okay. Wiggidi wackeldi wuk. Ich habe deinen Wuk. Fehlt ja noch eins. Drei Münzen. Zwei Töne habe ich noch. Mhm. Nope. Oh. Wollte mich nicht mal verfolgen. Nö, nö. Keine Lust gerade. Klopf. Wollte das Blatt haben. Was sind eigentlich die Unterschiede zwischen den einzelnen Blatttypen? Es gibt ja, ne, die normalen Glitzer. Ne? Ich bin doch doof. Wieso darf ich hin? Das ist doch schon mal abgeschlossen. Ich dürfte eigentlich auf die Map dann rauf. Kannst du mir denken, dass seitdem vielleicht die einzelnen Stufen halt eben dementsprechend halt eben die besseren Glitzer-Varianten halt eben auch dann besser funktioniert?
Also normale Blätter halt nur mit normalen Sachen geht oder mit den kaputten oder dann Glitzer halt dem mit alles drunter geht oder dann bunter halt dem mit allem. Dann immer exzellent auslöst. Das ist für mich die einzige Erklärung. Ich hab's jetzt nicht im Kopf, es tut mir ganz doll leid. Alles gut. Du, ich brauche mal eine Bowlingkugel. Wenn ich irgendein Dings richtig gut brauche für einen Bosskampf oder so, bitte einfach Bescheid sagen. Da muss ich ja arbeiten. Ja? Du hast hämisch gelacht. Wenn ich für den Boss was gebrauchen kann, sag's mir. Hm? Bist du sicher? Ja. Schwamm, Ghetto Blaster, Bowling, Kugelschere. Ach du Scheiße. Ja gut, einen Schwamm habe ich noch nicht. Wenn ich mir denken könnte, was für ein Bosskampf das ist, ist es mit Sicherheit kein, genau, Kopf Tentoxa ist es mit Sicherheit. Blooper. Also muss ich mir die Bowlingkugel dann wiederholen. Na, Strike? Ja. Oh. Cool, ich krieg die also wieder. Ein Stern. Med. Wenigstens kostet das Papierisieren von den Dingsten kein Geld. Rubendickicht. Aha. Habe ich jetzt nicht erwartet, dass ich das da finde. Hat man an dem plötzlichen Schweigen gemerkt. Ist auch schön, dass der Pfad immer aussieht wie Wiegler. So, ne, genau, Wiegler-Muster. So ein bisschen, ne? Au. Pass euch. Ihr greift immer so spät an. Dann gehe ich halt. Das ist eine toxische Beziehung. Da gehe ich lieber. Ah. Ey. Bloop, bloop. Bloop. Ja.
Weg mit dir. Ja. Okay. Das erklärt's natürlich. Schüttel mal ein Bäumchen, ob du vielleicht ein Herzchen kriegst. Oder zwei. Und danke, dass ich das aufheben durfte, obwohl es im Giftsee war. Ich habe auch gedacht, ach nein, nicht im Gift. Gut. Da sind ein paar. Er wollte dir doch nur eine wunderschöne Rückenmassage anbieten. Aber ich wollte dich nicht. Noch irgendwas Billiges. Ja, komm. Schön. Lass doch wieder Gift runter. Oh, doch nicht. Hui, aus. Aber warum denn aus? Weil ich nicht haben wollte. Wir sind doch extra da, um dich zu ärgern. Das ist ja nicht mein Problem. Also die wollen es zu meinem Problem machen. Das ist es ja. Also lass ich nicht zu. Ich muss was aufnehmen, damit ich es abreißen kann. Entwicklerteile haben wir immer noch. Hi. Hey, was fällt euch ein, jemanden zu ärgern, der kleiner ist als ihr? Schämt ihr euch denn gar nicht? Jawohl, ich bin ein kleiner, schwerer Niemand. Nein, darauf bin ich gar nicht stolz. Ja, ich würde mich freuen, wenn du mir etwas helfen könntest. Mario, vielleicht solltest du diesen Typen 50 Münzen rüberschieben, damit sie sich verziehen. Niemals, gib Saures. Das ist mein Mario. Los, gib ihm Saures. Aber ich habe keine sauren Süßigkeiten gerade. Mario, ich wähle dich. Stampfattacke.
War fast ein Stampfattack, oder? Fast. Mario Geowurf. Ich habe keine Steine. Ich glaube, Geowurf ist auch eher, dass du den Gegner packst und dann wegschleuderst. Ich habe trotzdem keine Steine. Ich weiß nicht, was das damit zu tun hat, aber ich habe keine. Ja, komm, vielleicht macht's genug Schaden. Ja. War ein bisschen zu früh, okay. Ebenso. Klatscher, du musst was machen. Fliegenklatscher, du musst was machen. Bat, 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 bat. Das ist tot. Ja, du hast mich gerettet, Mario, und wieder einmal. Vielen, vielen Dank. Meine Reisen waren bis jetzt recht anstrengend. Da dachte ich, im Wald finde ich gleich ein wenig Ruhe. Und dann bin ich hier und überall ist Gift. Wie soll ein Tod die gute Luft genießen können, wenn er sich in einem giftigen Sumpf wie diesen hier befindet? Jedenfalls ist dieser Wald absolut nicht mehr entspannend. Da bin ich sicher. Aber eins sage ich dir, diese Veränderung kam ziemlich plötzlich. Oh, danke. Ja, der gibt dir ja immer so schöne Sachen. Na, jedenfalls habe ich gehört, dass einige Toads diesen Wald wirklich toll finden. Aber ich schätze, das Leben im Wald ist mir zu langsam. Irgendwo ist es sicher spannender als hier. Ganz bestimmt. Ich finde das für eine Geister aus, das ist so spannend. Ich würde den ja hinterher rufen, Home Sweet Home. Komm mal rein. Tschüss. Nein, Peaks, geh weg. Aber er will doch nur Peaks machen. Ja, aber ich will das nicht. Warum denn? Weil es weh tut. Nennt man Akupunktur. Akupunkt W. Ich wollte eigentlich springen. Ja. Au. Den will ich haben. Das ist ein guter Hammer. Stimmt, die Tür muss ich ja auch noch hier finden. Natürlich kommt die Tür ist on fire. Was? Wieso gibt es hier zwei Kometen? Weil es ein gelber Punkt war. Ah. Oh. Da ist die Tür. Was singst du da immer wieder? Die Musik mit. Ach so. Dum, dum, oh. Dum, 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 dum. Ein Ballon. Da, 99 Luftballons. Auf dem Weg zum Horizont. Ah, jetzt verstehe ich, wo ich bin. Au. Aber wie klar habe ich bis jetzt nicht gesehen. Ah. Ach, wahrscheinlich wurde er einfach woanders hin entführt. Eine andere Map.
das ist der Weg nach oben. Gut. Das nächste Map dann das Finale? Wenn es 12 ist, müsste es sein, ja. Oh, Entschuldigung. Alles gut. Wenn es das Finale ist, würde ich das Finale beim nächsten Mal machen wollen. Ja, Schaumgrundstrand. Okay. Haben wir noch heute einen, ja, fast den gesamten Wald gemacht? Ja, das ist richtig. Mir tun langsam die Augen weh. Bin ja auch schon wieder fast 9 Stunden am Ah, ja. Gut, aber sonst müssten wir hier... Müsste aber das Inventar noch wenigstens ein bisschen aussortieren. Gleich was? Ja, mach mal gluck gluck. So, Bowlingkugel... Das Schwarm habe ich nicht gefunden. Ja. Morgen wieder frei, genau. Schwamm, Ghetto Blaster, Bowlingkugel und Schere. Okay, bis auf den Schwamm hätten wir theoretisch alles. Heißt, bei nächste Woche ist es ja nicht, also übernächste Woche. Ist es auch nicht. Hä? Da kann ich nicht. Tut mir leid. Alles gut. War jetzt nur ein bisschen so, wusste ich jetzt nicht. Also, hat sich auch erst noch in den kurzen ergeben. Das heißt dann am 17. wäre dann wieder, ne? Richtig. Gut, dann machen wir am 17. halt dem eine Türentour. Kannst ja bis dahin ein bisschen Geld sammeln. Ja, du weißt ganz genau, was ich machen werde. wie gesagt, bei den anderen Teilen wäre das so. Du würde ich da Geld farmen. Ich würde auch gleichzeitig XP kriegen, also auch dann irgendwann Level-Ups, ne? Hier ist es einfach nur, ja, Geld. Ja, Ist bei den Teilen danach auch nicht anders. Ja. Bei den anderen Teilen hat sich das Kämpfen wenigstens noch gelohnt. Naja. Das war lustig. Wenn ich zum nächsten Mal hab ich. Was ist denn die Grenze vom Geld? Nur 99 oder geht's drüber? You ask questions that I don't have the answer to. Zack, please. Nein, das ist 1000 hier, Dora. Genau, dazu Montag dann wieder. Und ich werde Montag früh anfangen, weil ich ein neues Spiel anfangen werde. Diplomatie ist keine Option, nennt sich das. Gut. Also ich weiß, beim letzten konnte man irgendwas mehrere tausend haben. Ja, gut. Nahezu so zwischen 14 und 15 Uhr, so wie standardmäßig halt eben normalerweise ist. Ich werde es ja sehen, wie viel ich genau... 9.999 kann er maximal halten. Alles klar, also, ja, gut. Werde ich bis zum nächsten Mal ein bisschen Geld holen. Oder so ähnlich. ich werde auf jeden Fall mehr Geld haben. Ich meine, ich kann da ganz kurz gucken, wie viel ich überhaupt brauche. Wir haben... Wie groß hat die einfach die Wald auf einmal ist, ne? Hier 5 Level. Wüste, voll winzig.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind 11 ja. Level. Ja, Stickersförde und Stickershoven haben wir wahrscheinlich keine Türen haben, ne? Nee, soweit ich das gesehen habe, nicht. Ja, gut. Das sind 880 brauche ich, also mindestens. Mhm. Gut. Wenn ich überhaupt 1000 dann irgendwann haben. Okay. Dann, Shibi, hat Spaß gemacht. Ja, hat gleichfalls. Und wir hören uns ja in deinem Stream dann Mittwoch wahrscheinlich wieder. Ja, irgendwo, irgendwie, irgendwann. Fängt sogar die Zukunft an. Echt? Das ist krass. Ja. Dann dir noch ein schönes Wochenende. Ansonsten schlaf gut, träum was Schönes. Danke, gleichfalls. Dankeschön. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Shirio. Bis spätestens mit. Ja, okay, das war jetzt. Gut. So, dann. Die Taste.